Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung. Wir sind hier auf dem Testgelände und es hat einen ganz bestimmten Grund, warum, entschuldigt die Kameraführung, warum der Vectron hier gerade nicht im Fokus war, sondern die Wagen. Der gute Age Enjoyer, von dem ich euch gestern schon die Intercity-Mod vorgestellt habe, Link dazu oben rechts, ich habe es euch nochmal da reingepackt. Der hat auch noch eine weitere Mod veröffentlicht, und zwar, wenn man so möchte, tatsächlich das allererste komplett eigenständige Freeware-Rollmaterial als Mod für den PC. Das ist mir vorher bisher nicht bekannt gewesen, dass jemand sowas veröffentlicht hat. Es gab durchaus mal eine rumänische Lok, die habe ich auch schon mal gezeigt. Das war allerdings so, dass die auf dem Modell der Baureihe 155 basierte. Und dieses Modell ist ein eigenständiges Modell. Das sind nämlich diese beiden Wagen, die ich hier rangehängt habe, beides vom gleichen Typ. Die gucken wir uns jetzt auch mal näher an. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das ist vom Typ her, sind das HBILLNS-Wagen, also ähnlich wie diese Habins-Wagen, die wir gerade hier schon gesehen haben, ne? Also sagen wir mal, sind artverwandt mit denen, sind aber doch nochmal etwas andere Wagen. Die Sache ist die Mod ist cool und mir gefällt sie an sich. Ihr seht es schon am 3D-Modell und an den Texturen und so. Das ist jetzt nicht hochdetailliert wie das, was man im TSW so normalerweise gewöhnt ist. Auch sagen wir mal, die Modellierung hier unten ist halt so, dass man sagen kann, das sieht halt aus wie ein Zug, aber es ist halt in diesem Sinne nicht 100% realistisch. Aber das soll gar nicht jetzt böse gemeint gewesen sein, sondern das ist total wertschätzend dahingehend, weil es ist halt wirklich einfach das allererste Mal, dass jemand komplett kostenlos Rollmaterial erstellt hat und man es sich einfach runterladen kann und einfach ins Spiel laden kann. Das kann natürlich jetzt beim ersten Mal nicht perfekt sein, aber es ist schon auf dem absolut richtigen Weg meines Erachtens. Und ich bin mir sicher, der Modder wird da noch um einiges mehr Arbeit reinstecken in zukünftige Projekte. Das ist jetzt so ein erstes Projekt in die Richtung, aber ihr seht, es ist möglich, Freeware-Rollmaterial zu erstellen und in den Simulator zu laden. Auch wenn es natürlich, wie gesagt, jetzt nicht perfekt aussieht, aber sowas kommt mit der Zeit. Und ich bin mir sicher, der gute Modder, der schaut ja auch hier auf dem Kanal zu. Liebe Grüße an dich. Ich bin mir sicher, wenn er hier so ein paar wertschätzende, positive Kommentare liest, dann wird er sicherlich sich dadurch auch motiviert fühlen, einfach weiterzumachen und immer besser zu werden und noch genauer zu werden mit den 3D-Modellen und alles. Denn das, was wir jetzt schon haben, sieht schon ganz cool aus. Und wie gesagt, dafür, dass es das allererste Mal im Trains in World ist, dass wir sowas haben im Spiel, schon eine coole Sache. Wir können problemlos an andere Wagen ankuppeln. Das Ganze habe ich nämlich auch hier schon gemacht. Das ist von der Animation her nicht perfekt, ne? Ihr seht, die Pufferteile liegen jetzt nicht irgendwie perfekt aufeinander. Die Kabel sind jetzt auch nicht perfekt verbunden. Man kann es da, glaube ich, ganz gut gerade sehen. Wie gesagt, ne? Aber ich bin da vorsichtig in der Bewertung jetzt zu sagen, oh, das ist jetzt schlecht, weil unrealistisch und so, weil es ist halt einfach Freeware-Rollmaterial und nicht irgendwie jetzt von DTG oder sonst einer Third-Party für Geld erstellt worden. Das Ganze ist kostenlos. Und ich finde, also es wird ein bisschen komisch aussehen, wenn wir jetzt nur einen Zug aus diesen Wagen machen. Ich glaube, dann sieht das nicht extremst gut aus. Aber wenn man mal zwischendurch so einen Wagen in einen Güterzug einreiht, und genau das ist das, was ich mal versucht habe, ne, und es hängt halt einfach hinten mit dran und man lässt einfach mal den Zug an sich vorbeifahren, dann finde ich, geht das voll. Das geht total klar, wenn man sich das mal so in den Zugverband so hineinspawnt und das einfach so zwei Wagen, ein paar Wagen mal so zwischendrin sind, ne, angekuppelt an irgendwelche anderen Wagen, dann passt das voll. Wir machen jetzt Folgendes, wir gehen jetzt mal in den Führerstand hier vom Vectron, übrigens Repaint von dem Vectron vom guten Ludwig. Wenn ich dran denke, dann packe ich euch den Link zu diesem Repaint oder zu seinen Repaints ebenfalls in die Videobeschreibung. Das sind wirklich sehr, sehr schön gemachte Repaints, also liebe Grüße auch nochmal an die Stelle. Wir werden jetzt einfach mal losfahren und uns einfach mal angucken und anhören, wie es denn so klingt mit den Wagen und wie das Ganze einfach mal aussieht in der Fahrt. Das Ganze hier im Testcenter, da müssen wir uns nicht um PZB und SIFA und was weiß ich was Gedanken machen, sondern dann können wir einfach mal ein bisschen hier fahren und uns das Ganze einfach mal hier so ein bisschen angucken. Genau, ne? Und dann sehen wir auch schon, die Wagen fahren. Die haben leider das, ich sehe es gerade an den Rädern, das Animationsproblem, das gefixt wurde mit TSW 3, glaube ich, damals. Aber ansonsten, sie fahren, auf jeden Fall. Und ich finde halt, wie gesagt, es sieht schon ganz cool aus in einem Zugverband.
Huch, ich habe aus Versehen die Notbremse gezogen. Das wollte ich nicht. Das war die falsche Taste. Ja, jetzt müssen wir erstmal zum Halten kommen. So, Bremsen müssen sich lösen. Und dann werden wir jetzt aber hier so stehen und einfach mal den Zug an uns vorbeifahren lassen. Ja, also klar, die DTG-Modelle, das ist natürlich ganz anders von der Qualität her. Dann hier kommt noch der TADGS-Wagen. Und hinten dran noch ein weiterer Wagen. Und ich finde halt, wie gesagt, so in dieser Kombination sieht das schon ziemlich, ziemlich cool aus. Also da muss man echt sagen, Hut ab an den Modder, dass er sowas hier gebaut hat. Dass er, also da hat er wirklich sehr, sehr viel Zeit hinein investiert. Die Sache ist die, das ist nicht einfach nur damit getan, ein 3D-Modell zu bauen und dann fährt das, sondern man muss tatsächlich bei Simograph das Ganze erstmal programmieren und einstellen, dass das Ganze auch fährt, dass es bremsen kann, dass die Wagen auch eine Bremswirkung haben, dass sie Sounds haben, dass die Sounds richtig abspielen, wenn der Wagen bremst, wenn er fährt, dass das Ganze animiert ist, dass die Räder animiert sind, dass die Kupplungen funktionieren. Das alles funktioniert nicht mir nichts, dir nichts, einfach so, sondern da steckt schon jetzt unfassbar viel Zeit darin. Deshalb bitte, 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 wenn ihr dazu Kommentare schreibt, seid fair und bedenkt das Ganze, dass es halt eben kein professionelles Rollmaterial ist, sondern ein erster Versuch aus der Community heraus, Freeware-Rollmaterial für Umme zu erstellen. Und das muss man einfach mal extrem wertschätzen, finde ich. Genauso kann es weitergehen, meines Erachtens. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich bedanke mich beim Modder dafür, dass er die Mod gebaut hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.